Zuschauer und Gäste wurden herzlich willkommen geheißen in der Brugger Sporthalle. Es war angerichtet für das obersteirische Derby HC Brugg gegen den ATV Trofeier. Es sollte aber letztendlich anders kommen, als sich die Brugger vorgestellt haben. Die Brugger hatten den Start in das Match verschlafen und nach 5 Minuten führten die Trofeiercher bereits mit 5:1. Ein paar Fehlwürfe, ein paar Fehler. Wir sind nicht mit der Abstimmung zurechtgekommen in der Oper beim Zurückgreifen. Sind dann wieder zurückgekommen, aber im Großen und Ganzen, ja, haben die einfach besser gespielt in der Abwehr. Während die Chancenauswertung bei den Bruckern sehr dürftig gewesen ist, nutzten die Trofeiercher jede Möglichkeit, Tore zu erzielen. Bei den Bruckern war einfach der Wurm drin. Irgendwie fehlen uns die Ideen oder treffen wir vorne nicht oder ja, keine Ahnung, müssen wir das Spiel anschauen und dann die Lehren daraus ziehen und am nächsten Samstag besser machen. Ausschlaggebend für die Niederlage der Brugger in der eigenen Halle war sicher auch die Leistung von Trofeiach-Stormann Scholt Varga. Was der Bursche aus den Ecken holte, war schon fast unheimlich. Die Torhüterleistung gut, ist immer schwierig, wenn die Abwehr auch nicht 100% spielt. Aber am Ende des Tages haben wir so einen Angriff verloren, viele vergebene Chancen, diese Meter nicht gemacht und dann verlierst du gegen Trofeiach leider bitter daheim. Den klaren 32:26 Sieg der Trofeiach könnte man auf 3 Punkten festmachen. Blitzstart, Torhüterleistung und die bessere Chancenauswertung. Der Blitzstart gelingt uns diese Saison relativ oft, sage ich mal. Wir haben Gott sei Dank, wir haben vorige Woche ganz eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Aber trotzdem, die Stimmung war gut wieder unter der Woche. Das ist das Wichtigste für uns und von dem profitieren wir auch die ganze Saison her schon, dass wir eine Top-Stimmung haben in der Mannschaft und es gibt keine Gruppenbildungen und das funktioniert gut. Und Torhüterleistung, wie du schon angesprochen hast, das passt auch. Also der Scholti Varga hat eine Wahnsinnssaison heuer. Chancenauswertung, ja, hätte ein bisschen besser sein können, sage ich mal. Aber wie gesagt, wenn wir in Brugg gewinnen, passt es. Ja, und ja. Ich bin sehr froh, dass wir die Niederlage vorige Woche wirklich überdacht haben und dass wir da heute so eine saubere Partie hingekriegt haben. Trotzdem können sich weder die Trofeiacher, die durch diesen Sieg in Brugg die Tabellenführung übernommen haben, noch die Brugger auf die Punkte verlassen. Denn eines ist klar, diese Liga heuer ist ausgeglichen wie noch nie. Und darum sind die Punkte für uns heute so wichtig. Ja, weil vor der Partie, wie man gesehen hat, kann Neuburg mit 15 Punkten und Arzgersdorf als 7. mit 12 Punkten. Also das wird bis zum Schluss eine enge Kiste werden und darum sind die Punkte für uns heute doppelt wichtig. Also das, wie gesagt, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch einen großen treffen kann heuer und ja, und darum muss man wirklich schauen, dass du Runde für Runde anschreibst, weil es wird bis zum Ende Dezember wird's hart bleiben, ja. Trofeiach gewinnt also in der Brugger Sporthalle gegen den HC Brugg mit 32:26. Brugg hat aber jetzt 2 Heimspiele noch, Korneuburg und Union Juri Leoben. Aber auch keine leichten Aufgaben. Wir sind jetzt alles Endspiele, wir haben alle ähnliche Punktesituationen, wir müssen unsere Partien daheim gewinnen und das jetzt ordentlich analysieren, was falsch gelaufen ist und dann Gas geben. Wir brauchen die Heimsieger, wir müssen punkten und wir wollen den sauberen Playoff.